Okay. Müssen wir hier irgendwas machen? Das sind also die ganzen Kinder, die mit Chips hier gepflanzt haben. Einer neben dem anderen. Da hinten müssen wir hin, aber da kommen wir irgendwie nicht hin. Gerade gucken, wie das hier funktioniert. Vielleicht sollten wir auch gerade hier alle mal angucken. Kann ich jetzt nicht sagen. Das habe ich ja rückwärts gemacht. Den hatten wir schon. Den hatten wir auch. Komm immer noch nicht dadurch. Da hinten steht Merit. Und auf dem Stuhl, das sieht mir aus wie Dr. Drawl. Tja, das können wir leider irgendwie noch nicht einsetzen. Weiß auch gar nicht, was wir jetzt hier irgendwie machen sollen. Die Sequenz da hinten mit Dr. Drawl und Merit war immer die gleiche. Guck mal, ob ich hier irgendwie das Dart-System irgendwie einsetzen sollte, aber anscheinend nicht. Für ihn auch nicht. Haben wir hier irgendwas vergessen? Sollten wir hier irgendwas noch nehmen? Boah, hier ist wieder so ein richtig krasses Licht. Aber hier scheint auch nichts mehr zu sein. Hier kamen wir ja auch nicht durch. Security Lockdown. Bei dem können wir auch nichts machen. Also ich bin gerade echt ratlos, was wir hier machen sollen. Jetzt laufe ich hier zum vierten Mal lang. Da konnte ich gerade was machen. Sobald Calico zurück ist, steigt er dir in dein hübsches Köpfchen und holt alles raus, was wir brauchen. Aber dein Chip macht ihn nervös. Ich habe versprochen, ihn aufzuweichen. Das ist doch okay, oder? Das war also das, was wir auch immer da hinten gesehen haben, diese kleine, was heißt klein, aber diese Sequenz. Mit Merit und Dr. Drawl. Jetzt können wir hier auch durch.
Die holen wir jetzt nochmal raus, warum auch immer. Kilo, was willst du? Was suchst du hier? Bist du gekommen, mich zu töten? Oder mich hier rauszuholen? Wir können dir leider nicht helfen, Kleiner. Hoch musst du schon selber kommen. Der Krieg hat begonnen. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Syndikate mit Technologie verändern. Sie dadurch menschlicher machen. Aber das war wohl töricht. Denhams Leute haben dir künstliche Erinnerungen eingebaut, deine Vergangenheit umgeschrieben, dein ganzes Leben. So geht's jedem Agent. Dir, Merritt, allen. Ich dachte, du solltest die Wahrheit erfahren. Denham nahm dir einst das Leben. Willst du ihm das nochmal gestatten? Es heißt er oder wir. Ja, ich komme mal mit, ne? Langsam. Komm schon. Vielleicht kriegen wir dich wieder hin. Der Vitruvianer kann dich wiederherstellen, Kilo. Kletter hoch zu ihm. Der Vitruvianer? Okay. Irgendwie schaffen wir es dann wohl auch hier rauf. So scheint die Geschichte dann ihre kleine Wendung zu nehmen. Jetzt scheinen wir wohl vereist zu werden. Oder das sind die Nervengänge, die wieder intakt gerufen werden durch den Chip, den wir haben. Ja, zumindest bekommen wir einen neuen. Und dann würde ich mal sagen... nehmen wir einfach mal diesen hier. Hätte uns bei dem Raketenwerfer letztens auch schon gut geholfen, aber da wusste ich das ja noch nicht. Von daher. Los, jetzt gehen wir.
Hier scheint es auch wieder besser zu gehen. Tja. So wendet sich das Ganze. Erst war Lily Droll die Verräterin und jetzt sind die kompletten Syndikate die Verräter. Bin keine Maschine. Und, Hör zu, Kilo. Ja. Die DART 6 ist Eurocorps wichtigste Software. Denim hat auf jedem Chip einen Einschmelzcode. Er legt einen Schalter um. Und dein Chip und meiner verwandeln sich in 26 Gramm heiße Asche mitten in unseren Köpfen. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten. Scheiße! Mehrere Datenverstöße entdeckt. Cayman Globals Dropships bei Annäherung enttarnt. Es bleibt nicht viel Zeit, Kilo. Los jetzt! So sieht's aus, wenn einem was ins Gesicht fliegt. Das kann ich dann wohl nur bestätigen. Willkommen im Herzen von Uptown. Der 2025 erbaute Eurocorp Manhattan Komplex. Okay, ich überbrück das einfach und spüre Daniel auf. Die Turmzugangsbrücke können wir nutzen. Warte, Moment. Naja, ich warte mal. Okay. Komm schon, los!